Niklas Müller, es ist das Viertelfinale Einzug Tatsache. Ist es schwierig gegen die Dänen? Wie war es zum Spielen? Es ist immer ein Schlüsselspiel gegen Dänemark oder letztes Jahr eben Weißrussland. Aber sicher schwer gewesen, aber wir haben gewusst, dass wir wirklich besser sind und schnell mal ein bisschen Goal geschossen. Und das war sehr gut gewesen, habe ich gefunden. Was hat der Unterschied ausgemacht, außer diesen 4 Goal? Ja, eben, wir sind als letztes Jahr viel älter. Und ich habe gefunden, eben, der Hollenstein und der Kurashev haben heute den Unterschied gemacht. Die haben outstanding gespielt, habe ich gefunden. Sie haben auch eine ganz gute Leistung gebracht in dieser ganzen WM. Das mit dem Kurashev zusammen klappt auch immer sehr gut im Powerplay. Wieso läuft das so gut? Ja, wir haben dort ein bisschen Chemie gefunden, dort im Powerplay mit Kuri und ich, aber auch Ecke und Leuenberger Team sehr wichtig. Es ist richtig cool zum Spielen und ich glaube, das Powerplay kann gut funktionieren. Trotzdem, Christian Wohlwend war jetzt nicht so zufrieden mit dem Spiel. Können Sie das vielleicht auch ein bisschen verstehen? Eben viele Turnovers, die unnötig waren und es vielleicht auch noch in eine andere Richtung hätte gehen können? Ja, kann ich ganz verstehen. Also eben, Coach nicht so sehr zufrieden. Wir haben wirklich 6 Perioden, also Periods, wirklich Hammer gespielt. Kanada und Tschechien und jetzt eben nicht einen guten Match gespielt, aber eben gleich den Win geholt und jetzt eben müssen wir weitergehen. Es ist sogar noch der zweite Platz möglich mit einem Sieg gegen Russland. Wie schauen Sie voraus auf das Spiel? Ja, es ist alles möglich. Wir haben gegen Kanada 3-2 gespielt. Ich meine, dort am Schluss noch riesige Chancen gehabt. Und eben, wir werden uns nichts gefallen lassen. Und eben gegen Russland voll reingehen für den zweiten Platz.